grüße Sie ganz herzlich. Es ist natürlich schon eine ganz wunderbare Freude, wenn Menschen kommen, um in einem Geiste letztlich ein Ziel zu verfolgen, dass es ein Stück weit mehr offenbar wird, immer wieder aufs Neue offenbar wird, durch dich, durch mich, durch dich, durch mich. Was für eine Berufung wir Menschen hier auf der Erde in unserem sterblichen Gewande haben. Diese Schöpfung ist so grandios, dass man im Grunde genommen überhaupt nicht zu Ende kommen kann. Deren Schönheit, und jetzt kommt der eigentliche wesentliche Aspekt, der mit der Schönheit zu tun hat, ja, Ursprung der Schönheit ist, nämlich Wahrheit gründet. Eine Fülle, die uneinbergbar ist. Wer von Ihnen hat nicht schon die Natur genossen? Hat nicht schon die geistigen Höhen und die unendlichen Tiefen, in die wir hinabsteigen, tatsächlich bestaunt? Und dieses Staunen wollen wir immer tiefer nicht nur erahnen, sondern auch verstehen, erkennen lernen. Denn im Erkennen liegt ein Punkt, der mit uns Menschen zu tun hat. Die ganze Heilige Schrift ist mit dem Begriff Erkennen immer in einem Zusammenhang zu lesen, nämlich Erkennen heißt lieben. Sie haben einander erkannt. Und Sie wissen, die Frage, erkennen wir heute überhaupt noch die Schöpferhand, den Ursprung dieses Seins aus seiner Liebe, wirklich in jedem erkennen, das mit seiner Liebe eins ist? Schauen wir auf den Genesis-Text, das 7-Tage-Werk des allmächtigen Gottes. Es ist der Text, Sie wissen zwei Texte, den älteren und den jüngeren. Der jüngere steht am Anfang, der priesterschriftliche Text, Genesis, fängt mit den Worten an: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der ganze Zyklus breitet sich Ihnen in der Darstellung als Allegorie auf die Frage Gott. Gott schuf im Anfang unvorstellbar und doch unvorstellbar wirklich. Und deswegen dürfen wir jubilieren, deswegen dürfen wir die Sprache finden, die Bilder finden, die Töne finden. Ich weiß nicht, was jeder Einzelne von Ihnen macht. Wir müssen sie geradezu finden, um mit diesem das Reflektieren auf das Licht Gottes, das in die Finsternis kam, zu antworten. Wir dürfen erkennen, weil wir in der Liebe gedacht und geschaffen sind. Darum hier der Griff nach einem Symbol, der immer wieder hier auftaucht, auf jedem Schöpfungstag der 7 Tage, der Kreis. Wir alle wissen, dass der Kreis ein Zeichen ist für etwas Geschlossenes, das von einem Punkt ausgeht und eine unendliche Ausdehnung prinzipiell hat. Es ist also schlichtweg ein Symbolon des Vollkommenen, soweit unsere sterblichen Augen daran teilhaben, setzen wir es unter diesen Aspekt. Auf jedem Bild steht: Und Gott sprach. Es werde, es werde, es werde. Dieser Kreis taucht
weil es immer aus dem Wort Gottes hervorgeht und immer sein Wort ein vollkommenes Wort ist. Ein vollkommenes Wort der Hingabe, der Eröffnung in seine Liebesgeschichte hinein, in sein Werk. Gott, der Allmächtige, sprach es werden. Ich habe mir Gedanken über die Frage von Symbolen gemacht in meinen philosophisch-theologischen Arbeiten. Was sind eigentlich Symbole? Es sind ja nicht viele hier drauf. Wir haben nämlich nochmal im Grunde genommen nur wieder den angebrochenen Kreis hier, der in eine ganz andere Dimension weist, die man überhaupt nicht als kleiner Maler aufs Papier bannen kann. Auch ein Symbol, dass ein Kreis hier, wenn ich nachher Ihnen noch deuten werde, den Rahmen sprengt, darüber hinaus. Symbole sind Zeichen. Zeichen, welche auf sinnbildliche Weise Wirklichkeiten darstellerisch verhüllen, um auf geistige Weise undarstellbare Wirklichkeiten als je umfassende Wirklichkeit offenbar werden zu lassen. Das Symbol ist also nicht eine Enthüllung in sich, ein Kreis ist nicht gleich Gott, aber es entspricht dem verborgenen Mysterium Gottes. Er, Gott von Gott, nicht von uns geschaffen, wir schaffen zwar heute unsere Götter, sondern Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Er ist in all seinem Sein eben nicht am Anfang in Erscheinung getreten, sondern wie der Genesis-Text sagt, im Anfang. Und kündet mit diesem kleinen In, im Anfang statt am Anfang, an, dass er der allewig verborgene, allewig in sich ruhende, bewegte, unbewegte Schöpfer ist. Und das Zeichen des Kreises verhüllt etwas in Andeutung von einem Mysterium, an dem wir teilhaben und von dem wir geschaffen sind. Also bei diesem Zyklus geht es eindeutig zunächst um das Mysterium, das göttliche Geheimnis bei der Erschaffung, bei der Hervortretung Gottes aus seiner Verborgenheit von Himmel und Erde und allem, was mit ihm wesen. Gott gibt sich als Schöpfer allen Seins zu erkennen und er stellt sich damit, wie schon gesagt, im Anfang schuf Gott und nicht am Anfang. Wir fangen mit etwas an und sogar wir schon müssen da sein, um überhaupt anfangen zu können. Man kann es ja ablesen an jeder Spur unserer Bewegung des Lebens. Es sind nicht andere Gesetze, es sind immer die Seinen. Wir meinen nur, es sind andere, weil wir sie verkürzen. Wenn wir sagen Liebe, dann geht sie vielleicht höchstens heute von hier bis hier, ich kenne euch nicht ängstlich zurück. Ja, da sitzt mein Mann, da gehe ich ein bisschen näher. Und wenn wir geheiratet haben, gehen wir noch näher. Aber es ist immer nicht zu kurz, denn der Geliebte stirbt, wird krank. Man selber stirbt. Oder dieses Näherkommen wird von uns selber gebrochen, weil wir enttäuscht sind. Weil wir meinen, wir passen nicht zueinander. Aber die ganze Dynamik dieses Voranschreitens oder Zurücknehmens, wo dann ja auch noch Dynamik drin ist, weil dann leiden wir, das hat Kraft, hat etwas,
im Glanze der Liebe Gottes stehen und ruhen, das als Spiegel nach seinem Willen geschaffen mit uns zu tun. Es ist auf die Vollendung hin gedacht. Darum weinen wir, wenn wir hier von dieser Erde gehen müssen oder leiden. Warum weinen wir? Wieso können wir weinen? Haben wir nicht eben doch in unserer Natur eine tiefe, tiefe Ahnung? Eine physische Gezeichnetheit, die diese Ahnung bestätigt, dass wir auf die Vollendung hin geschaffen sind. Das heißt, wir kommen aus dem, der sie besitzt. Gott. Der allmächtige Gott tritt in der Wirkmacht seines ewigen Wortes aus seiner von allheiliger Liebe, das muss man sich mal überlegen, allheilige, nicht verkürzte Liebe, allheilige Liebe, die alles freisetzt und nichts für sich behält, außer die Wesenheit der Liebe selbst. Und die wiederum hat ihre Kraft in der Wirkmacht, etwas zu sein, was wir ersehnen, nämlich Gutheit. Hören Sie schon, was in dem Text anklingt? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und leer, verschiedene Übersetzungen werden Finsternis, lag über dem Abgrund. Sie sehen, das erste Bild ist Finsternis. Finsternis ist ein Mysterium. Schwarz ist eine Farbe, in der sich alles verliert. Man kann die Visualisierung, ist da noch was oder ist da nichts, im Dunkeln tasten wir. Finsternis ist absolute Zurückgenommenheit für alle irdische Wahrnehmung. Sie hat letztlich etwas mit Gott selbst zu tun, der nicht geschaffen ist, sondern vor allem sein, sein ist. Finsternis, Raum Gottes lag über dem Abgrund. Der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Sehen Sie? Sie hätten es auch sicher gedacht, wenn ich das malen muss, es lässt sich doch gar nicht malen. Aber das Wort ist Inkarnatio, es ist Wirklichkeit, ist zur Freiheit. Die Taube ist das Symbol, das wieder auftaucht in der Heiligen Schrift nach dem Beginn über den Jordan. Ausdruck des Geistes Gottes, als Person, als Wirklichkeit. Wisst ihr, wenn man da nur einen Farbwindhauch hingemalt hätte, ja, dann wäre der Geist eine esoterische Wesenheit, die durchaus auch nichts bedeuten kann. Und das ist das Katholon. Wir wissen, dass die Wirklichkeit etwas bedeutet und wir dürfen sie deuten. Nicht ich, mein, dein Verstand, der die Kraft nicht hat, sondern mit dem offenbar gewordenen Wort Gottes. Er hat uns sich geoffenbart, so wie er uns zuerst geliebt hat. Und an dieser Nabelschnur, die wir von ihm gesetzt bekommen haben, da dürfen wir ihn erkennen. Später hören wir ja auch drum. Also geht nicht hinaus in alle Welt und palabert als Hotel da in die Gegend, sondern redet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, weil die ist die personale Wirklichkeit, aus der du deine personale Wirklichkeit in Einzigartigkeit deines Seins, du bist ein Unikat, ich bin ein Unikat, besitzt. Fülle des Seins ist das.
ist in seiner Einzigartigkeit bewahrt. Und fürchtet euch nicht, sogar wenn es miteinander vermanscht wird und alles funktionieren sollte, was eh utopisch ist, nicht mal utopisch, es hat keinen Grund, weil die Fülle wird unserer Wissbegier und unserer Besessenheit sie als Herrschsucht ausüben, entweichen. Niemals wird es den Status quo kriegen, dass eins dem anderen tautologisch sozusagen in eins ist. Keine Verschiedenheit sein. Die Seele alleine ist so einzigartig in dein Herz, in mein, in dein. Sie lässt sich gar vereinfachen. Gott, der Allmächtige, er, der ein Gott ist, hat seine Einfachheit in der Dreifaltigkeit. Ein Mysterium, das sich uns immer widerspiegelt, entzieht. Und trotzdem auftaucht. Mann und Frau werden weiß. Ihr wisst, wie weit dies geht. Niemals genug, als dass wir vollständig darin getröstet werden. Wir können nur auf ihn hin getröstet sein. Er, der Mann und Frau, wie wir nachher sehen, als den ganzen Menschen geschaffen hat. Gott schied auf den zweiten Schöpfungstag die Finsternis vom Licht, er schied die Wasser des Himmels und er schied die Wasser des Meeres. Und hier sehen wir, wie der Gott sprach, er schied das Firmament. Und die Wasser, die von denen wir keine Ahnung haben, wie gesagt, von dem Zugriff, keine Ahnung im Zugriff, aber eine Ahnung in der Vision Gottes natürlich, wo er sich geoffenbart hat. Und es war Abend, so wird dieses Dunkel sein, und es war Morgen, diese Seite, in dem Fall bei der Scheidung von den Wassern, absolut, auch Silber ist eine Farbe, die absolut steht, da ist keine Bewegung für uns erkennbar. Er, der ewig Unbewegte, scheidet. Abend hier die dunkle Farbe und Morgen. Und eben, wie gesagt, hier tanzt in den Tag, kosmisch dieser Kreis, der die Ewigkeit reinreicht und nicht einfangbar ist. Aber angelegt ist hinein in die Schöpfungsfrage, auch wenn gleich sie dann verdeckt. Es war Abend und Morgen, erster Tag. Dieses Abend und Morgen setzt sich dann fort. Und Gott sprach, es war gut. Der Ausfluss der Liebe, die Wirkmacht der Liebe, zeigt sich in der Gutheit. Interessant dabei ist, wenn wir scheiden, dieses Prinzip haben wir auch, dann passiert Trennung, Schmerz, explosionsartiges Auseinanderstieben zweier scheinbar gemeinsamer und die sich dann in der Verschiedenheit nicht mehr finden können. Gott schied und es bleibt die Wirkmacht der Fülle, denn alles tritt nach seiner Art in Fülle hervor. Gerade beim dritten Schöpfungstag, als Gott sprach, auf dem Hintergrund Wasser und Luft, aber nur jetzt mal rein empirisch gesagt, sind schon da und darauf wächst dann alles, was Samen trägt. Pflanzen. Und ihr seht, diese Pflanzen, sie sind nicht eingepackt in irgendein biogenetisches Grundgesetz und verhackt. Stückbar unter irgendeinem Seziermesser mit der Sehnsucht begreifen zu wollen, was ist es eigentlich? Nein, sie sind mehr. Ein Mikroskop hier angesetzt würde niemals erzählen, woher, aus welcher Urwirkmacht gedacht, gelebt, gewirkt, ist das, was wir als Wirklichkeit, Seinswirklichkeit, vorführen.
Es ist von einem Odem durchwaltet, der all unser Sehnen meint, aber niemals mit unserer Sehnsucht es zu krapschen begriffen wird. Gegriffen schon, aber nicht begriffen. Und es war Abend und es war Morgen. Es ist trinitarisch angelegt. Sie haben hier Abend, Morgen, hier das hellere Morgen, grün, und hier das dunklere noch dann, und hier sowohl wie hier auch dunkel und hell. Trinitarisch angelegt auf den dreifaltigen einen Gott. Und Gott sprach, er, der Vollkommene, es soll ein Firmament, am Firmament Leuchten entstehen. Sie werden sich vielleicht fragen, warum hat die denn eigentlich da keine Sternchen hingemalt, eine schöne Blau da rein? Da würde man das Firmament, den Himmel, so wie wir ihn von der Erde noch sehen. Aber wir wissen, wir sind nicht nur auf der Erde, wir sind inzwischen in den Sphären höher gestiegen und wir sehen von oben und von außen und von innen und von unten. Wir reden von Quarks, vom Ende der Welt, wo die stoffliche Materie hier sich so verdickt, dass überhaupt nichts mehr Platz haben soll. Was für die Dunkelheit spricht, in der er, aber nicht wir wohnen, wobei es sehr hypothetisch gedacht ist. Warum keine Sternenpixel? Weil im Firmament die Himmel der Himmel gemeint sind, dort wo Gott wohnt. Und wo wohnt er? Nicht außerhalb, nicht fern, sondern die Schöpfung ist sein Wort aus seinem Mund. Eine Frau weiß es, das Kind ist aus dem Schoß hervorgegangen. Der Same ist in den Schoß hineingegangen. Die weiß, was Wirklichkeit ist. Weil er in dieser Schöpfung wächst, aber nicht polytheistisch als Baum, als Pflanze, sondern inkarnatorisch personal. Hier, Christus ist die größere Leuchte, die wir in der Genesis-Text erinnern euch vielleicht an. Eine größere Leuchte und eine kleinere Leuchte. Und die größere sollte die kleinere bescheiden, das eine für den Tag und für Nacht. Christus, die Sonne, die dann später in der Heiligen Schrift auftaucht, die Sonne der Gerechtigkeit, die Sonne des Heils, wieder aufgegriffen ist, prinzipiell schon ahnbar, was für ein Licht vom Licht in diesem Schöpferwort auch auf die Erde strahlt. Und schaut mal, rein von der malerischen Weise ist diese Umlaufbahn hier, Christus trifft auf die wieder geschaffen euch, Maria, voll der Gnade. Sie ist sterblich, auch hier dunkel, hell. Sie ist voll Menschengeschöpf, aber voll der Gnade, weil sie auf die Umlaufbahn rein, historisch gesehen, rein heilsökonomisch gesehen, auf die Umlaufbahn Gottes gesetzt ist, auf den Sohn Gottes hin, vor aller Zeit gedacht, er, der nicht geschaffen, sondern gezeugt ist. Vor aller Zeit, der Sohn trifft die Größe, trifft auf sie. Und er hat den Menschen geschaffen, dass er in ihm wohnt, bei ihm wohnt vielmehr. Und kam deswegen, als er sich entfernt hat mit den Sünden, war sogar in ihm. Er kam in die Finsternis, hinein, bis in die Realität des Schoßes einer Frau, wie wir haben sie. Und es war Abend und es war Morgen, vierter Tag. Und Gott sprach, es werden am Himmel die Vögel des Himmels, die die Himmel durchwalten und durchfliegen, aber eben nicht, wenn einer denkt, es ist die Erde, nein, in Vollkommenheit gedacht, auf das ewige Leben angesetzt. Deswegen lesen wir im Neuen Testament dann wieder mit dem Bruch, den Adam und Eva mit Gott gemacht haben, den aufbegehrlichen Ungehorsam, stürzt die ganze Schöpfung in dieses Sterbliche, in das Seufzen, alles weht in Geburtswehen, weil es ja leben soll. Fliegen hier die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres durchkreuzen die Wasser. Aber schaut auch hier,
nicht hier schön da reingekleckert, da sind halt ein paar Vögelchen. Nein, aus einer Urgewalt, da reicht ein irgendwo von der Amöbe bis zum Denken sein wir entwickelt. Niemals, 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 niemals aus. Und das wissen wir. Deswegen sind wir oft auch so gedrückt, weil die Menschen bringen permanent Neues hervor an gekrapschten Beobachtungswissen und manipulieren damit rum, als hätten sie alles erkannt. Wir haben auf der einen Seite die Elite der Denker, die aus der Welt Potenz holt, und auf der anderen Seite haben wir die Elite, die Hilfe, Hilfe ruft, große internationale Konferenzen macht. Um Gottes Willen, die Kräfte, von denen Goethe schon gesprochen hat, die hier entfesselt worden, mit zu kurz gegriffenen Begierlichkeiten wieder in Zug zu kriegen. Aber wir hecheln sinnlos hinnach, weil es war Stolz und Hochmut luziferischer Art, er, der sein wollte wie Gott, er kann nicht mehr hecheln, weil er hat verspielt, in der Nähe Gottes Angesicht zu Angesicht, was wir erst am Ende der Zeit kriegen, hat er sich den Glanz, der auf ihn fiel, zum Abglanz degradiert. Er wollte Gott sein. Und darum, weil er es geschaut hat, wird er bleiben, wie er ist. Man nennt dieses Wort verdammt. Verdammt sein heißt, sich niemals mehr ändern zu können, niemals mehr die Chance zu haben, die dann der verführte Mensch in dieser Liebesgeschichte hat. Auch Lucifer hat sein Sein, alles was Gott geschaffen hat, bleibt und ist gut. Es gibt keinen Abfall, so wie wir für unsere Raketen da oben, für die Satelliten Weltraumabfall irgendwo verschieben müssen. Die Schöpfung muss sich nicht verschieben. Von ihrem Urheber her. Entschuldigen, dass ich so aufrege, aber es ist so. Wir verschieben, weil wir lassen nicht zusammen, was zusammengehört. Weder menschlich, Mann, Frau, noch schöpfungsgeschichtlich, sondern wir verpanschen in einem Mixgerät unserer Hybris sämtliche Elemente, bis sie ins All zersplittern, in luziferischer Eigenmacht. Mit jedem vom Geblendetsein, vom Anschauen des Lichts ins Geblendetsein umzusteuern, mit der Wirkmacht, die ja verheißen ist von Luzifer, ihr werdet sein wie nicht Gott. Götter. Götter. Ein Sprichwort. Es war Abend, es war Morgen. Ja. Und Gott schuf die Tiere des Feldes, alle möglichen Gattungen. Und sie sollten sich ebenso wie die Pflanzen und die Vögel des Himmels und die Fische vermehren nach ihrer Art. Also, und es ist ihnen, wie wir ja auch wissen, eine unglaubliche Kraft der Auffaltung, der Entfaltung gegeben. Sie verträgt es nicht, dass wir sie reinwürgen in ein kleines Evolutionsgebilde. Auffaltung hat eine andere Dimension. Wenn wir diese Ehrfurcht in Erkenntnis der Wahrheit nicht behalten, dann werden die Gedanken über das, was wir entwicklungsmäßig erkennen dürfen, und das dann auch noch als System verschrumpfen, niemals vorbringen, niemals wirklich dem Menschen zum Heil da sein. Gott sprach, als er dies alles geschaffen hatte, und jedes Mal sprach, und es war gut. Ein Aspekt möchte ich Ihnen auch noch sagen, wir hatten ja jetzt gerade die Gesprächsrunde über Sehnsucht, Zucht. Die Liebe entäußert sich, bringt etwas. Die vollkommene Liebe entäußert sich ohne Verlust. Also Gott, wenn er sich entäußert und schafft,
hat weder was von sich weg, aus sich herausgenommen, aus seiner Schatzkammer, was ihm dann fehlt, sondern es ist eine verlustlose Entäußerung, das heißt, es ist eine Eröffnung. Wenn wir was hergeben, vom Portemonnaie oder sonst woher, dann fehlt es uns dann, scheinbar. Wenn wir es aber in der Liebe hergeben, dann hat es sich verwandelt. In die Freude, dass doch jemand dafür zum Beispiel lebt, wenn wir ein paar Pfennig hergeben. Es gibt also auch bei uns eine Art Ansatz von verlustloser Äußerung, wenn wir in Liebe äußern. Bei Gott ist dies vollkommen. Gott bei Gott. Es ist eine Eröffnung. Und diese Eröffnung hat sich entäußert, dass er den Menschen nach seinem Bilde schafft. Unvorstellbar. Das Verrückte ist, wenn wir kennen die Sätze, wir hören sie ab und zu noch, es ist im Vergleich zu dem Auftreten rein öffentlichkeitsmäßig, wie die Werbung für die neuesten Definitionen unseres Seins klingen. Genetischer Schlüssel enträtselt alle Geheimnisse des Seins. Nicht mehr uns so präsent. Wir sagen, ja, wir wollen es bewahren im Herzen. Es stimmt auch im Geist. Aber wir tun es schwer. Ich habe eine ganze Epoche, ich bin jetzt 53 miterlebt nach meiner Studentenzeit, wo es nur darum ging, ja, ist es überhaupt noch glaubhaft, so eine Erzählung? Ist es nicht noch ein Märchen von Seiten der Theologen, die sich ihren ganzen Systembaukasten zurechtgesetzt haben? Historisch-kritische Methode oder irgendeine andere Methode? Wurde es verengt, paläontologisch untersucht, ob es die Archäologen noch gibt? Und die Geisteselite, die empfangen hat vom Heiligen Geist, getauft, gefirmt, überlegt, bedeutungsschwanger, ja, könnte man nicht vielleicht ein Arrangement treffen mit dem biogenetischen Grundgesetz? Könnte man nicht so sagen, Gott ist der Inputgeber der Energie schlechthin? Und dann hat es laufen lassen, jedes nach seiner Art, steht ja im Text. Oder man hat eben gedacht, ich bewahre es in meinem Kinderherzen. Denn es ist eine Erzählung, eine Vergleichserzählung, die es aus damaliger Welt schau war. Oh nein. Die Wahrheit ist so tief, dass all unser Seufzen, was jeden Tag aus unserem Herzen herausspringt, weil irgendwas für uns nicht dorthin gelangt, wo wir offensichtlich eine Kapazität dafür haben, nämlich ein Sehnen, eine Kraft haben wir, die gegen all unsere zu Kurzgreifungen niemals aufhört. Weiter, weiter, weiter. Ich sage euch, das ist ein Kapital. Und genau das hat Gott mit allem, was er gemacht hat und die besonderen Menschen geschenkt. Er haucht ihm sein, dem Göttlichen, Lebensode ein. Und daraufhin, und das lesen wir in dem älteren Text, wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Hat offensichtlich eine andere Dimension für den Menschen. Er hauchte sie nicht den Fischen ein, nicht den Pflanzen. Obwohl in ihnen allem Lebenswirkmachtspotent steckt, einzig und allein im Menschen, den er ganz in seiner Nähe gewusst, gedacht, geschaffen hat, ihn, den er nach seinem Bilde geschaffen hat, ihm haucht er seinen Odem ein. Und wisst ihr, das haben wir, trotz Gebrochenheit nach dem Sündenfall. Das ist im Menschen die Triebkraft, das ist der Punkt, warum der Mensch niemals hier, in diesem Leibe hier, sich zu Ende fühlt, sondern warum er sowohl in der körperlichen Liebe, wie in der seelischen Liebe, wie in der Wissens Sehnsucht hat nach Vollendung. Und zwar nicht irgendwo, sondern wirklich durch ihn, mit ihm und in ihm. Da taucht wieder dieses Vollkommenheitsbeseelt ist der Mensch. Da wachsen ja auch all die hybriden Ideen drauf,
von Karrieren sinnloser Art oder was weiß denn ich, aus diesem Vollkommenheitsbeseelt. Man müsste also viel genauer hinhorchen und liebevoller damit sein, wenn wir das so merken, dass wir irgendwo unglücklich sind. Denn dieses deutet darauf hin, dass wir eine Ahnung haben und in uns eine Unruhe ist, die der Augustinus ja auch so schön ausdrückt. Unruhig ist mein Herz, bis es ruht. Ja, wo denn? In mir vielleicht? Nee. In ihm selbst? Nee. In dir, oh Gott. Das ist die Seele, das ist der Boden Gottes. Und er ist in uns drin. Und es ist in jedem diese Seele drin. Als einzigartiges Geschenk seiner Lebendigkeit. Du hast nicht meine Seele und ich nicht deine. Du hast deine und ich habe meine. Und du bist da, ganz als Unikat in deiner Wirklichkeit. Und daraus ergibt sich dieses ganze Streben nach oben und diese ganze unglaublich zurückwerfende Dynamik an Kraft. Wenn wir es nicht nach oben führen, dann erschlägt es uns gerade. Dann wird aus dem sehnsuchtsvollen Drängen, das aus der Seele des Sehens rausgeht, die Sucht. Und die Sucht unterwandert das Mysterium, in dem wir geschaffen sind, nämlich die Freiheit, die schon Luzifer hatte. Das ist ein Teil der Gottendlichkeit. Diese Unterwanderung der Willensfreiheit, die wir in der Sucht, das ganze Suchtpotenzial hat in uns, ich bin ein Raucher, ich habe eine Ahnung, unterwandert meine Willensfreiheit. Ich, der denken kann, der kann den lieben Gott glauben, der an die Wahrheit glaubt, der weiß, was gut und böse, mindestens ab und zu erkennt. Ich erkenne auch, dass es schlecht ist, aber meine Willensfreiheit ist unterwandert. Das heißt nicht, dass die flöten gegangen ist. Nein. Die ist da. Aber ich habe sie eben in dieser, aus Trauer wahrscheinlich, Selbstbefriedigung, die immer zu kurz greift mit der Sehnsucht, anstatt zu sehnen und weiterzugehen, wenn du mir ins Gesicht schlägst, ja, dann geh weiter, heißt es. Aber nein, ich habe halt zurückgelassen wahrscheinlich. Ich habe gesagt, die Ärsche, warum denken die so blöd über mich? Und da war ich natürlich ein angehäuftes Geschöpf. Und musste mich befriedigen, weil es mir ja so sauschnell geht. Wir haben für diesen Vorgang alles ganz klar auf dem Tisch liegen. Aber das erfahren wir nicht durch den Psychiater und durch nichts anderes als durch die Erkenntnis in der Wahrheit. Und dies geoffenbart und bedarf, dass wir lauschen auf die Schöpfung und die Geschöpflichkeit. Sehen euch zu Ende. Und ich bin mir auch ganz sicher, zum Beispiel kann ich eines Tages aufhören mit diesem Laster, weil ich mich weiter sehen werde. Dort, wo ich aufhöre zu sehen, das ist unser geistseelisches Kapital, da werde ich mit Sicherheit immer mehr diese Kräfte auf mich selber verdunkeln und meine Willensfreiheit unterwandern, bis ich eben in der Sucht nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Aber ihr wisst, es gibt ja sogar da Menschen, die dann aus dieser Kraft der destruktiven Zurückwerfung des Sehens auf die ekumene Ich-Befriedigung, ob das onanieren ist oder was wir wollen, immer hat es eine Folge, wenn wir die Sehnsucht nicht entlassen in die wirkliche Vollendung, wo sie hinkommen will, ins ewige Leben, in die Unsterblichkeit, dann wird sie immer uns killen und wird uns immer entweder in die Einsamkeit stoßen, die wir nicht ertragen, oder in irgendeine Bedrängnis, die Demut, dass wir permanent etwas wiederholen, obwohl wir das gar eigentlich nicht mehr wollen, weil wir alles zerstören. Die Sehnsucht zu fesseln kann man nicht. Das ist eine moralinsäureverkehrte Erklärung. Geht sie frei, atmet zu Ende, atmet bis dorthin, wo ihr dann den ewigen Atem wieder eingekriegt kriegt. Alles andere wird auf euch schlimmer, auf mich wie eine Atombombe implodieren und es wäre tödlich. Habt keine Angst vor der Explosion der Sehnsucht. Fördert sie, aber fördert sie zu Ende. Denn es zeigt sich auf ihrem Weg die Wahrheit. Nur wenn wir sie aufhören, weil sie es ängstigt oder weil wir gierig geworden sind und hier was gelten wollen, dann wird es die Wahrheit nur teilhaben. Teil dieser Zeugen.
weil sie uns nur die eine Seite, in der wir uns selber dann fangen, festhält. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Er der am siebten Tag ruht, kein Abend, kein Morgen. Das Gold ist der ewige Morgen. Himmel, der Himmel. Er der Dreifaltige schaut in der Mitte des Auges des Vaters auch mit drei großen Linien auf die gesamte Schöpfung und sagt, es war sehr gut. Jetzt muss man sich mal überlegen, und heute wird nur gejammert, wie dreckig es uns geht, aus irgendwelchen Gründen. Wir wissen, was dieses sehr gut ist. Jeder von uns hat so viel schon gelitten und seine eigene sehr Gutheit im wahren Sinn des Wortes. Wir sind empfindsam für Verletzung durch andere Menschen. Schon unendlich geschlagen, enttäuscht, niedergetreten mit unseren Hoffnungen. Woher wissen wir das? Weil wir genau spüren, wie kostbar ich, du bist. Das aus und geht hinaus und künde davon. Das ist Glaube, der ein Stück dessen, was Gott geoffenbart hat, erkennt. Später, das ist übrigens auch sein großer Altarbildtypus, der kann man im Modellraum sehen, auf vergoldeten Trägern steht, so wie man es hatte früher, als noch auf den Altaren Theren aufgebaut, in Freiburger Münster haben es auch diesen Altar, haben Sie vorhin angesprochen. Da ist das Kirchenjahr drauf mit vielen Platten, die blauen Platten, die die Verbindung Schöpfungsgeschichte bis Einzug Jerusalem thematisch haben. Die sind der Weihnachtsfestkreis, wo auch Christi Geburt natürlich drin ist. Und dann lässt sich das um 180 Grad drehen. Dann haben Sie die roten Spektralfarben. Hier sind die zwei blauen Platten, die insgesamt dann mit 8 Platten 7 Meter hoch und 6 Meter breit sind. Dann haben Sie die roten Platten, wo dann die ganze Thematik ab Einzug Jerusalem, spezielle Themen bis Endzeit drauf ist. Hier ist aber ein Thema im Zusammenhang mit der Ausstellung Schöpfung, das zu tun hat damit, dass eben Adam und Eva ganz im Lichte Gottes standen. Auch hier wieder Kreis, der sich nicht schließt, der unfassbar ist. Wir können ihn nicht einwerfen, weder als Musiker, Dichter, Denker, noch Gebärende, noch Zeugende, nein, aber wir sind in Kenntnis. Heiliger Geist, er, der schafft und scheidet Mann und Frau, aber als eines scheidet die Fülle hervorgeht und nicht die Zerbrechung an der Fülle, stehen zwischen dem Baum des Lebens links und dem Baum der Erkenntnis. Sie sind ganz Gott zugewandt, Mann und Frau, öffnen die Arme zu ihm und haben sie ganz innig umeinander gelegt, weil sie wirklich eins sind. Sie sind wie ein Stamm eins. Und da schlängelt sich die Schlange Luzifer, die sich ja in Zukunft immer versteckt, wie er das immer versteckt. Manchmal sagt man ja, das ist geradezu diabolisch, wie das oder das geschieht oder wie der oder der ist. Das ist aber immer versteckt, weil Hybris, Albernheit, List, Dummheit, Perversion hervorrufen, die die List haben, sich verstecken zu müssen. Denn könnten sie sich zeigen, wie sie sind, wir würden vor Schreck von ihnen weglaufen. Nein, im Gegenteil, sie weiß zu faszinieren, die Bosheit, die Hybris. Sie hat das Schwarz des Verbanntseins auf dem Rücken. Sie wollte ja sein wie Gott. Sie ist da reingenommen, aber nur teilhaben, nicht wie der Mensch. Der durfte teilhaben, ihm herrscht oder verwaltet die Schöpfung. Sie wurde ihm übergeben. Luzifer hat auch Teil, aber in der Verdammnis. Er wollte ja sein wie Gott, aber nur als Teilhaber. Und das ist in einer Negativform. In diesem Baum ist der Apfel, der nicht der Stammtischapfel ist. Hä, Eva, hier stimmt der Apfelgürtel und wir haben ein Wesen. Nein. Lesen wir den Text. Dieser Apfel, wenn ihr davon esst, werdet ihr Gutes und Böses unterscheiden. Ihr werdet sterben. Dieser Apfel hat eine Nahrung der Erkenntnis
von Gut und Böse. Und Luzifer, dieser mächtigste Engel, genau darin, im Lichte Gottes, sich zum Reflektor gemacht hat, der tatsächlich die Menschen verblendet, aus dem geblendet sein, aus dem Lichte Gottes. Natürlich die List benutzt, zu sagen, als Adam und Eva noch intervenieren, sagt, nehmt euch davon, dürfen wir nicht essen. Gott hat gesagt, wir werden dann nicht sterben. Lügt, also dreht um die Wahrheit Gottes, spricht noch einmal Gott direkt ins Angesicht. Nein, nein, so ist es nicht. Nein, nein, vielmehr, wenn ihr davon esst, werdet ihr diese Böse zu erkennen sein, wie Götter. Und das, obwohl sie noch keine Ahnung hatten, was Böse überhaupt bedeutet. Weil die Schlange, wie ihr seht, hat ja auch dieses Schwarz da hinten und sie bewegt sich und hat ja auch noch Grün. Sie ist ja auch, Luzifer ist nicht aufgelöst ins Licht. Nein, er ist da, aber eben unverändert in seiner Beweglichkeit tödlich. Doppelzüngig, wie man hier sieht. Und sie sahen es nicht, sie sahen im Grunde nur das Gut, das Weiß und das Böse waren verborgen. Und sie greift danach. Und sie, die eins waren, wie die Haltung zeigt, gibt es damit natürlich gleichzeitig den Mann. Die Freiheit war damals in einer so großen Einheit, dass die Entscheidung in der Form gar nicht aufgetaucht ist, wie wir sie heute haben. Ich entscheide mich für dich. Das sind ja Gewaltakte. Also ich entscheide mich jetzt für diese Freundin oder für diesen Freund oder dass ich ewig dieser Toten scheide. Ich will mich entscheiden, die Karriere oder jeden Fall. Es sind so Hingehensweisen. Adam und Eva, Mann und Frau, sind der ganze Mensch. Und dadurch ist sie gab ihm die Frucht schon implizit im ganzen Menschen ereignet sich. Wir haben heute auch noch Pigmente davon, gerade weil ich euch erzählt habe von meiner Raucherei. Als ich dann heiratete, dachte ich, nicht schütz, Kinder, du musst doch das mal aufhören. Wenn du jetzt dein Kind im Leib trägst und dann diese ganze Giftstoffe. Und da hatte ich dann meinen Willen, der schon sehr an dem Punkt unterwandert ist, die Freiheit. Nur ein bisschen was von Gnade dazu, dass ich dann auch gemerkt habe, ein Jahr vorher, weil ich dachte, was ich esse. Und einmal hat mein Kind auch rein. Und in der Ehe, in der Beziehung ist es ja auch. Wenn ich ein Gift schlucke am Tag und spucke es dann am Abend meinem Mann ins Gesicht, dann muss er es auch mitschlucken oder umgekehrt. Und so vergiften wir unter Umständen häufiger einander, was diese Sehnsucht, wenn wir verliebt sind, andeutet. Eigentlich müssten wir uns gar nicht vergiften, wir haben uns mal im Blick. Aber es wird dann so leichtfüßig genommen, es werden die Schritte nicht bedacht, die dann tatsächlich den Anstieg des Sehens mitmachen können. Da kurz die Sehnsucht von einer liegt und die andere liegt. Und dann ich mache das auseinander und sage mal, eigentlich passen wir doch nicht zusammen. Nein, man muss dieses gemeinsam gehen, und zwar als Mann und Frau. Und das Gewaltige dann ist, tja, das ist die Urschöpfung, mit der ist es nicht zu Ende. Die Schöpfung hat die Wirkmacht Gottes als Höchstes, was es überhaupt gibt, in der Lebendigkeit der Vollendung gesetzt. Im Anfang, es werde und es wird auch, und zwar in der Vollendung des sehr gut. In der Neuwerdung von Himmel und Erde. Das ist uns geoffen. Thank you.
Thank you.